Grüezi miteinander, mein Name ist Claudia Blaser. Wir haben diese Woche die Blindenschule von Bar da, die immer ein Skilager bei uns macht. Wir sind dieses Jahr im 31. Jahr und haben 24 sehbehinderte Kinder dabei. Also ich bin Kelvin und ich komme aus dem Kanton Aargau. Nur bei mir ist es einfach so, da ich die ganze Familie nicht mehr Skifahrt, habe ich fast keine Möglichkeit, Ski zu fahren. Wegen dem ist Skilager eigentlich super. Wir haben etwa 28 ausgebildete Skilehrer, die speziell für Blinde und Sehbehinderte ausgebildet worden sind, die ich dann über den Winter in verschiedenen Teilen einsetze. Die machen auch ein spezielles Training, also da wird selber mit Simulationsbrillen gefahren oder dann mit Masken, teilweise auch blind geübt, dass die wirklich vorbereitet sind auf jede Situation. Hallo, ich bin Hassan und ich komme aus Pakistan. Hast du Angst? Nein, eigentlich hatte ich am Anfang, aber jetzt nicht. Ja, ich, ja genau, weil ich einen super Lehrer hatte. Auf dem linken Bein. Das Schwierige sicher für den Lehrer ist, dass jedes Kind sehr individuell ist. Also es ist so, dass meistens die Kinder nicht nur eine Sehbehinderung haben, sondern auch irgend noch eine andere Schwäche. Und darum ist wirklich jedes Kind wieder anders. Also man muss immer ein bisschen rausfinden, wie kann ich jetzt das packen, wie bringe ich es zum Skifahren. Also es gibt da keine allgemeine Regel. Und gerade wenn sie das erste Mal auf den Skiern stehen, oder, ist sicher der schwierigste Teil, sie wirklich zu begeistern und zu motivieren auch für das. Ich erkläre dir jetzt nochmal, wie das Rennen funktioniert, und zwar vom Start bis zum Ziel. Was wir versuchen zu machen ist, dass wir in beiden Läufen die gleiche Zeit fahren. Endsport, Endsport, Till! Ich heiße Celestan und ich komme aus dem Kanton Zug. Ich lerne Snowboard fahren mit Jessica. Und wie ist Jessica? Klein. Und nett. Wie so? Bei den einen geht es leichter und bei den anderen ist es dann schwieriger. Sobald sie sich einmal erblickt haben, dann ist es auch genial. Also sie sind dann halt wie die anderen Kinder auch. Sie fahren Ski und können alles mehr oder weniger selbstständig machen. Hallo Katja Silberam, Bati Hassan. Bravo, bravo, bravo. Ich bin heute auch da gewesen, natürlich in Vertretung der Blindenskischule, um dieser Rangverkündigung beizuwohnen, die jetzt heute stattgefunden hat, nach dieser Woche, wo die Schule Sonnenberg mit uns hier verbracht hat. Wunderbare Unterlagen von Wunderbar.